Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Heute ist Donnerstag, ich spiele Days After und ich weiß genau noch nicht, was uns da erwartet. Viel Spaß! Go! Wir starten. Ich bin im. Meine Augen sind noch halb zu irgendwie. Ich bin noch am Schlafen. Ich sitze zwar schon hier, aber in Wirklichkeit liege ich noch im Bett und schlafe. Gut. Was machen wir? Genau, ich habe nichts in der Tasche. Erstmal Sachen mitnehmen. Denn ich muss ja irgendwo hingehen und kämpfen. Glaube ich. Ich nehme zwei Fernwaffen mit. Warte mal, zwei Sterne. Ein Stern. Zwei Sterne. So. Genau. Und dann muss ich die Sachen anlegen. Ich nehme zwei Sterne, nichts und das packe ich da rein. Dann brauche ich was zum Futtern. Ich habe hier eine Quest im Vorlauf. Ich muss eine Kiste aufwerten. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Ich brauche hier diese Drahtteile. Die habe ich noch gar nicht. Warte mal, hier ist zwei. Ah, genau. Was haben wir? Können wir uns noch nicht leisten. Aber mir fällt was anderes ein. Können wir was ausprobieren? Schon wieder ausprobieren. Trinken für Kampf. Ja, meine Sachen sind kaputt. Mütze auf jeden Fall und Schuhe. Ja, Schuhe vielleicht. Ja, doch, nur mit. Mütze und Schuhe. Da sind sie. Mütze und Schuhe. Hier ist kein Stern. Kein Sternschuh. Da füge ich aber nochmal Verbandzeugs mit. Ja, egal. Und ich habe ja hier. Da möchte ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das benutze. Das ist ja unten im Minidorf. Da gibt mir der eine Mann ja, ich glaube, eine Quest, wenn wir ihn so einen USB-Stick geben. Können das USB-Sticks dann glauben? Wer ist das? Laufwerk. Überfall-Flash-Laufwerk. Und der Mann, der war glaube ich hier ganz oben in dem Dorf drin. Kein Geld für dich, sorry. Das hier war der, ne? Genau.
das hier gewesen? Also, ich müsste mal noch mal kurz gucken. Sorry. Ich wollte rein gerade. So, ich bin wieder da. Da stand ein Unfall auf der Brücke. Aber der ist doch schon. Das Zeichen sieht aus wie Gebirge. Da stand ein Unfall auf der Brücke. Ja, da muss ich jetzt mal gucken hier. Der ist doch schon leer hier. Hier ist doch nichts mehr. Können wir zurück zu meiner Basis? Ach, keine Ausdauer gleich mehr. Es gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Egal, das schaffen wir auch so. Ich muss halt immer wieder die Werbung angucken, wenn wir aufhören wollen. So, schauen wir mal. Nochmal. Überfall beginnen. Ruf des Bürgermeisters Gleichgültigkeit. Überfall wäre ein Unfall auf der Brücke. Ach so, okay, nein. Jetzt einfach hier mal hinrennen zu den Zeichen. Ich weiß es nicht. Fahren wir halt.
mal ab. Oh.
schießt da oben hin und da stirbt das Reh. Lol. Also, ihr seht, die Runde ist ganz easy. Die Vorgebirge-Runde. Mittlerweile. Am Anfang hatte ich ja auch noch Probleme. Alles, ja. Ich kann hier keine Zombies mehr kriegen. Alle Zombies down. Und dann will ich das jetzt so machen. Ich packe hier erstmal das rein, was ich habe. Hier erstmal das rein, was ich habe. Dann kann ich zu den anderen Truhen. Perfekt. Holen wir das letzte Teil aus der Truhe da oben raus. Okay. Ach, jetzt habe ich das von der Truhe nicht. Ach ja, ich bin noch am Schlafen. Wie gesagt, ich sitze hier am Rechner, aber liege in Wirklichkeit noch im Bett. So. Und dann schauen wir jetzt mal. Das Pferd holen. Was werde ich gleich, wenn ich hier bin, alles farmen? Was ich farmen werde, kann ich hier lassen. Die beiden Sachen. Und das war die Sachen, welche ich nicht farmen muss. Nur Schrott, Gras, Holz. Dann nehmen wir das auch noch mit. Was das war hier, vielleicht finde ich ja noch einen Reh. Was ich nicht glaube. Und bringe die Sachen weg. Bis gleich. So muss mein Oberteil aussehen. Mir war voll warm. Ich weiß immer noch nicht, wegen dem Überfall. Ich werde den Flash-Disk, glaube ich, nochmal
eine Idee. Ich werde das jetzt so machen. Und da ich keine Energie habe, muss ich sowieso immer viel Werbung gucken. Aber ich renne jetzt einmal zu der Brücke. Ich setze die zurück. Muss mein Video dadurch anschauen. Die Flashdisk ist ja noch unten beim Bürgermeister. Aktiviere die Flashdisk und renne dann wieder zurück zur Brücke. Genauso mache ich das. Also ich überschreibe die andere, den anderen Überfall. Also dann bis gleich. So, ich bin hier hingelaufen. Ein Überfall auf der Brücke. Ich drehe mir das Ganze mal und dann schauen wir uns mal den Überfall an. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich ein bisschen mehr gespannt. Normal ist der Überfall ganz der Überfall. Die Brücke normal immer ganz easy. Ich habe ein bisschen Essen und Trinken mit und halt meine Waffe. Sind die. Gleich schon wieder fertig mit dem. Wo war jetzt der Überfall? Hä? Ich verstehe das nicht. Überfall, wo bist du? Dann haben wir alles irgendwie. Wo ist der letzte? Ja, verschwunden? So, ich verstehe nicht. Überfall. Wo ist hier der Überfall? Ich nichts verstehen.
habe jetzt die Vermutung, dass vielleicht hier irgendwie was drin ist. Dass ich einsammeln muss als Überfall, aber ist ja auch nichts drin. So, dann war das letzte Mal das Pferdchen, das hatte Hü. Also wenn eins dasteht, sieht das Rufen auch schon als zerstört. Tschüss. Gut. Ich habe den Überfall nicht gefunden. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wenn einer weiß, wie es klappt mit dem Überfall, kann er mir ja mal reinschreiben. Hier steht... Ne, das ist meine eine Quest hier, wo ich alles hier killen muss. Naja, egal. Gut. Dann sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.